Music and lights are carrying us through the streets. And the city is full of people losing their airspeed. One step behind you, I'm thinking of every chance. And the world around us, secluded from our world. A tiny little smile I can see on your cheeks, and you're using your eyes wide awake. The air isn't cold on this warm summer eve, and there's never a second of thinking about what we should say, what we should say. 'Cause I know and I know and I know that I'll miss you tomorrow when it doesn't look like the crumbling light that I've built between the face of you and me and the one beast up around us is making us light and free. Cuts us off from all the rest. Was fulfilled with thoughts running in a wheel. With you, I'm feeling so safe in an unsafe city. When we stop running and ask the people for. Oh, why we? You're hugging me a second longer than the normal way and stroking my shoulder. But before tomorrow, when the night is away, I turn around and see you walking in the crowd, and you are going away, going away. 'Cause I know and I know and I know that I'll miss you tomorrow when it doesn't look just like the crumbling light that I've been between the face of you and me and the one beast up around us is making us light and free. A tiny little smile I can see on your cheeks and you. In your eyes, the white way. The air isn't cold on this warm summer eve, and there's never a second of thinking about what we should say, what we should say. Should say about what we should, what we should, what we should say. Ja, einen wunderschönen guten Abend, ihr vor euren Handys, vor euren Laptops, vor euren Tablets, wo auch immer ihr dieses Konzert gerade schaut. Wir sind Anna Maltnich hoch drei und wir sind gerade in der Lagerhalle in einem quasi leeren Saal und ja, das fühlt sich irgendwie sehr komisch an, aber wir freuen uns trotzdem sehr, dass wir dieses Konzert hier spielen dürfen und dass wir diese Songs aufnehmen dürfen und freuen uns total, dass ihr gerade dieses Video schaut und wünschen euch ganz, ganz viel Spaß. Ich ziehe jetzt mal zum Flügel um und Peter sagt den nächsten Song an. Genau, der nächste Song, den wir spielen, der heißt Im März. Und das ist unser Corona-Song. Das ist der Song, warum wir heute Abend hier sind. Und das ist der Song, der davon handelt, von Menschen, die nicht mehr zueinander gekommen sind im März
und von anderen Menschen, die diese Situation sehr genossen haben und genießen konnten, was Jahre vorher nicht ging. Im März. Thank you.
und du sagst, es ist okay, wenn du traurig bist. Ich weiß, es wird vorübergehen, doch es wäre schön, wenn es so bleibt, dass wir uns alle füreinander verantwortlich Dankeschön. Ja, das war unser Corona-Song, unsere Corona-Story. Und unser nächster Song heißt Mit der Kunst. Diesen Song habe ich mal nach einem Konzert geschrieben. Ich glaube, es war sogar hier in Osnabrück. Im Haus der Jugend. Genau, und eine gute Freundin von mir hat da mit ihrer Band auf der Bühne gestanden und irgendwie habe ich da gestanden und habe sie angeguckt und fand es irgendwie total beeindruckend, wie sie auf der Bühne stand und was sie so ausgestrahlt hat und habe gedacht, das verdient einen Song und dabei ist mit der Kunst rausgekommen. Haare wirft in die Luft und ihr Duft. Ein guter Misch aus Bühne und Orchideen, wie sie's immer trägt und keiner fragt, warum. Kann schon sein, dass sie's nicht weiß, aber die Jungs da drüben haben doch schon längst ihren Kopf verloren. Denn auf der Bühne steht eine wunderschöne Frau. Sie hat ihren Mut in der Hand und sie tanzt mit der Künstlerin in ihr und sie tanzt mit der Kunst in der Hand. Und sie tanzt so unfassbar elegant. Ja, 2, 3, 4. Ich lehne auf dem Tisch und sie lehnt sich an den Gitarristen. Zwischen ihr und ich nur der Stoff ihrer Jeans. Und wie sie wirklich keine Zweifel lässt, es ist doch wie es immer ist. Keiner fragt warum. Being so unsuccessful, I'm leaning on my Happiness. Oh, wie sie singt und ihre Wörter noch viel wichtiger nimmt, als sie zu sein scheint. Und nein, sie erzählt uns doch so viel und keiner fragt, warum. Kann schon sein,
Jungs da drüben haben doch schon längst ihren Kopf verloren. Denn auf der Bühne steht eine wunderschöne Frau. Sie hat ihren Mut in der Hand und sie tanzt mit der Künstlerin in ihr und sie tanzt. So unfassbar elegant. Dankeschön. Der nächste Song heißt Opa. Bisschen größer als ich eigentlich bin. Über meinen Lippenstift male ich glänzenden Lack. Warum? Frag mich nicht. Und der Kassenmensch hat uns eben schon ganz schön schräg angeschaut. Vielleicht sind wir zu jung, vielleicht hast du ihm auch den Atem geraubt. Wenn wir uns dann sehen, wir uns dann sehen, nehmen wir uns doch Zeit für das, was uns bewegt. Und ich warte schon die ganze Zeit auf den Moment, wenn das Orchester stimmt. Scheiben ins richtige Licht und heute gehen wir mal Opa. Mein Opa sagt, wir waren auch schon da. Das Haus riecht so schön, wie es klingt, wenn das Orchester abstimmt. Der U-Bahn-Schacht nicht und ich denke, es gibt nichts zu überdenken, überdenken uns nicht. So viel Kunst auf dem Weg zur Musik, doch die Frage gefällt dir nicht. Und jetzt fällt das Licht und wir fallen hinterher. Wenn wir uns dann sehen, wir uns dann sehen, nehmen wir uns doch Zeit für das, was uns bewegt. Und ich warte schon die ganze Zeit auf den Moment, wenn das Orchester stimmt. Scheiben ins richtige Licht und heute gehen wir mal Opa. Mein Opa sagt, wir waren auch schon da. Das Haus riecht so schön, wie es klingt, wenn das Orchester. Scheiben ins richtige Licht und heute gehen wir mal Opa. Mein Opa sagt, wir waren auch schon da.
das Haus riecht so schön, wie es klingt, wenn das Orchester schallt, wenn ins richtige Licht. Und heute gehen wir mal Opa. Mein Opa sagt, wir waren auch schon da. Das Haus riecht so schön, wie es klingt, wenn das Orchester stimmt. Dankeschön. Ja, jetzt kommen wir auch schon zu unserem letzten Song für heute. Der Song heißt Schön geworden. Ja, ich habe eine alte Freundin getroffen und sie hat zu mir gesagt, du bist irgendwie schöner geworden, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und auch diese Aussage, fand ich, hat irgendwie einen Song verdient. Und der Song heißt Schön geworden. Und dieses wunderbare Intro möchte ich gerne dafür nutzen, um unsere kleine Band mal kurz vorzustellen. Und zwar haben wir am Bass und an der Akustikgitarre Peter Reckzing. Und an der Cajon Malik Schilling. Ja, und an der Gitarre, am Flügel, am Gesang, alle Texte, alle Melodien, alle Arrangements, Anna Rekzi. Ja, uns hat super, super, super viel Spaß gemacht. Ich glaube, das kann ich für uns alle drei sagen. Auch wenn sich das erstmal sehr komisch anfühlt, aber auf der Bühne stehen ist einfach immer toll. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit Schön geworden. Ja, und einen großen Dank auch noch an das ganze Team von der Lagerhalle, dass ihr das hier für uns ermöglicht habt in dieser Zeit. Dankeschön. Schöner geworden als damals schon, sagst du zu mir, und ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer das ist doch auch nicht anders als bei dir. Und was sollen wir schon sagen, einmal übern Rasen weggeschaut, und schaut man dann genauer hin, macht schon Sinn. Und nein, du suggerierst nicht nur, du bist schon wirklich, so stelle ich dann fest, wenn du mich mal lässt. Du suggerierst nicht nur, du bist schon echt perfekt, immer fan. Und wenn wir uns dann einmal im Jahr 5 Minuten gegenüberstehen, stelle ich dann fest, ja, du bist schon echt perfekt. Ich weiß nur noch nicht was, vielleicht esse ich auch noch was von der Ananas. Isst man viel davon, wird man davon satt. Und was sollen wir schon sagen, einmal übern Rasen hin weggeschaut, und schaut man dann genauer hin, macht schon Sinn. Und nein, du suggerierst nicht nur, du bist schon wirklich, so stelle ich dann fest, wenn du mich mal lässt. Du suggerierst nicht nur, du bist schon echt perfekt, immer fängt. Und wenn wir uns dann einmal im Jahr 5 Minuten gegenüberstehen, stelle ich dann fest, ja, du bist schon echt perfekt.
hielten sie. Und auf deinem Instagram-Profil waren schon länger keine Fotos mehr mit ihr. Verpasst vielleicht eine ganze Zeit. Nein, suggerierst nicht nur, du bist schon wirklich so. Stelle dich dann fest, wenn du mich mal lässt. Und wenn wir uns dann einmal hin, ja, 5 Minuten gegenüberstehen, stelle ich dann fest, ja, du bist schon echt perfekt. Und nein, du suggerierst nicht nur, du bist schon wirklich so. Stelle ich dann fest, wenn du mich mal lässt. Du suggerierst nicht nur, du bist schon echt perfekt, immer fängt. Wenn wir uns dann einmal im Jahr 5 Minuten gegenüberstehen, stelle ich dann fest, ja, du bist schon echt perfekt, immer fake.